Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Hart, thank you for watching. So ihr Lieben, heute ist der 2. Dezember und wir fangen auch gleich mit der nächsten Kurzgeschichte an. Glück im Unglück. Ich erinnere mich an eine ungewöhnliche Advents- und Weihnachtszeit. Aber wann war das genau? Glücklicherweise führe ich seit meiner Pensionierung vor 16 Jahren ein Tagebuch und werde schnell fündig. Alles begann am 20. Dezember 2013. Zunächst verlief die Adventszeit wie gewohnt. Die Weihnachtsvorbereitungen waren im vollen Gange. Der Baum gekauft, sogar schon geschmückt. Stollen, Linzertorte und Plätzchen mäusesicher verwahrt, Geschenke gekauft und verpackt. Unser stilles Städtchen am Lake Masawapi in Quebec strahlte einen weihnachtlichen Glanz. Bunte Lichterkerzen auf fast allen Häusern, Rentiere, Weihnachtsmänner oder Krippen in Gärten und auf Veranden trugen dazu bei, dass Vorfreude auf Weihnachten bei uns aufkam. Auch der Winter trug das Seinige bei. Reichlich Schnee überall auf Dächern, Feldern und Wiesen. Rehe liefen durch unseren Garten auf der Suche nach Futter und im Schnee waren deutlich Elchspuren zu sehen. Und es war kalt. Sehr kalt sogar. Die Stadt schien wie immer an der Vorweihnachtszeit, doch dieses Jahr sollte alles ganz anders kommen. Eine Woche vor Weihnachten kündigte sich ein Schneesturm an. Wir dachten gar nicht weiter darüber nach. Auf ein bisschen mehr oder weniger Schnee kam es ja nicht an. Es schneite den ganzen Tag und mit Wohlbehagen sahen wir dem Schauspiel der Natur von unserem Wohnzimmerfenster aus zu. Doch unsere Freude währte nicht allzu lange. Gegen Abend stieg plötzlich die Temperatur. Es begann zu regnen. Es war der Beginn eines Eissturms. Wir erinnerten uns an einen Eissturm, der für über einem Jahrzehnt die halbe Provinz lahmgelegt hatte und die Menschen hatten zum Teil wochenlang ohne Strom in eisiger Kälte ausharren müssen. Aber wir waren Optimisten und hofften, dass es nicht so weit kommen würde. Leider war dem nicht so. Es dauerte nicht lange, bis der starke und anhaltende Regen sich als Eis auf Straßen, Bäumen und Büschen festsetzte. Äste, ja ganze Bäume konnten die Last des Eises nicht mehr tragen, brachen ab, stürzten. Wir wollten noch schnell im Städtchen einkaufen, doch im Nu war unser Auto mit einer Eisschicht bedeckt und wir kehrten vorsichtshalber um. Am Samstagabend, vor dem 4. Advent, saßen wir gemütlich bei einem Glas Wein, als plötzlich der Strom ausfiel und wir im Dunkeln saßen. Die Suche nach Kerzen und Taschenlampen begann. Wo sich die Kerzen befanden, wussten wir. Aber wo waren die Taschenlampen? Jedenfalls nicht dort, wo wir sie vermuteten. So verbrachten wir den Rest des Abends bei Kerzenlicht. Das konnte unter normalen Umständen sehr gemütlich sein, doch allmählich begannen wir zu frösteln. Es wurde immer kühler im Haus und wir verzogen uns schließlich vorzeitig ins Schlafzimmer unter das wärmende Federbett. Am Sonntag hielt der Eisregen an und wir erfuhren, dass wir mindestens noch 3 Tage ohne Strom auskommen müssten. Das hörte sich nicht gut an. Wir fuhren in unserer Nachbarstadt, wo das Einkaufszentrum glücklicherweise vom Stromausfall verschont geblieben war. Hier trafen wir viele Bekannte, die ebenso wie wir nach Kerzen, Taschenlampen und Batterien Ausschau hielten oder eine warme Mahlzeit einnahmen. Irgendwann mussten wir aber wieder nach Hause. Unterwegs am Bild der Verwüstung, vereiste Straßen, umgestürzte Bäume rechts und links, vereinzelt lagen Zweige auf der Straße, die wir wegräumen mussten, um weiterzukommen. Gegen 4 Uhr wurde es dunkel. Auf unserer Straße herrschte gespenstische Stille. Keine Lampe leuchtete weit und breit. Bei Kerzenlicht feierten wir den 4. Advent. Die Adventskerzen verströmten ein heimeliges Licht, gemütlich fanden wir das aber nicht, denn wir begannen zu frieren und verkrochen uns wieder früh ins Bett. Am nächsten Morgen erhielten wir eine Hiobsbotschaft. Erst nach Weihnachten konnten wir mit der Reparatur der Stromleitung rechnen. Wir begannen Pläne zu schmieden, wie wir den Heiligabend gestalten wollten. Kochen oder backen konnten wir natürlich nicht und die Restaurants waren geschlossen. Also was tun? Am Heiligabend beschlossen wir schließlich, zu unserer Tochter nach Ottawa zu fahren. Gesagt, getan. Wir packten Geschenke, Plätzchen und die bei uns traditionellen Erbsensuppe ins Auto und fuhren los. Nach 4-stündiger Fahrt erreichten wir Ottawa. Unsere Enkelin strahlte vor Freude, als sie uns erblickte. Nach dem Gottesdienst in der deutschen Kirche genossen wir das warme, hell erleuchtete, gemütliche Haus unserer Tochter. Nach den Entbehren der letzten Tage fühlten wir uns wie im Paradies. Der Heiligabend verlief dann nach der bei uns üblichen Tradition. Wir sangen gemeinsam O Tannenbaum, unsere Enkelin spielte uns ein Weihnachtslied auf dem Klavier vor und anschließend begann die Bescherung. Wir waren dankbar dafür, einen so gemütlichen Abend zu erleben und Weihnachten mit unserer Enkelin feiern zu können. Am Weihnachtsmorgen ließ unser Glücksgefühl ein wenig nach. Was konnte nicht alles mit unserem Haus in unserer Abwesenheit passieren? Wir wollten uns gar nicht erst vorstellen, welche Schäden ein Rohrbruch anrichten konnte. Auch Einbrecher konnten im Schutz der Dunkelheit in unser Haus eindringen, was bei uns tatsächlich vor einigen Jahren passiert war, als wir für ein paar Tage verreist waren.
Wir wurden immer unruhiger und beschlossen schließlich, noch am ersten Weihnachtstag heimzufahren. Als wir uns unserem Städtchen näherten, sahen wir zu unserer Freude und Erleichterung hell erleuchtete Häuser mit ihren bunten Lichterketten und die Lichter des großen Tannenbaums am See, die sich geheimnisvoll im Wasser spiegelten. Unsere Leidenszeit war also vorbei. Doch wir hatten uns zu früh gefreut. Als wir unsere Straße erreichten, empfing uns wieder Dunkelheit und Stille. Hier hatte sich nichts verändert und unsere Enttäuschung war groß. Das sollten also unsere restlichen Feiertage sein. Doch da klingelte das Mobiltelefon. Unsere Freunde auf der anderen Seite des Städtchens luden uns ein, den Abend bei ihnen zu verbringen. Freudig sagten wir zu. Ein lichtdurchflutetes Haus empfing uns, der Weihnachtsbaum funkelte uns freundlich entgegen, der Kamin spendete angenehme Wärme. In geselliger Atmosphäre unter Freunden und Bekannten genossen wir ein typisch kanadisches Festmahl mit Truthahn, Kartoffelbrei, Squash und Apple Pie. Alles kam uns vor wie ein Wunder. Doch schließlich mussten wir wieder zurück in unser ungemütliches Haus und fuhren heim. Wir setzten uns aufs Sofa, wickelten uns in Decken und schauten den Weihnachtsbaum an, der ruhig in der Wohnzimmerecke stand. Es schien uns, als ob er uns zuflüsterte, »Es ist Weihnachten, verzagt nicht!« In den folgenden Tagen wuchs unsere Frustration. Jedes Mal, wenn wir unseren Stromversorger anriefen, wurde uns versichert, dass wir noch am gleichen Abend wieder mit Strom rechnen konnten. Doch das waren nur leere Versprechungen. Die Nachricht über den Kübecker Eissturm hatte in der Zwischenzeit auch Deutschland erreicht und mehrere Verwandte riefen uns besorgt an. So verging die Woche sehr langsam, viel zu langsam. Die Vorräte in unserer Tiefkühltruhe waren aufgetaut und würden bald in der Mülltonne landen, wenn sich die Lage nicht änderte. Und der Kühlschrank war nicht mehr kühl, sondern nutzlos. Wir versuchten uns die Zeit mit der Lektüre der Bücher zu verkürzen, die uns der Weihnachtsmann gebracht hatte. Wer aber schon einmal versucht hat, bei Kerzenlicht ein Buch zu lesen, versteht, dass das einige Schwierigkeiten bereitet. Bei dem unzureichenden Licht ermüden unsere Augen schnell. Wir mussten uns zwingen, weiterzulesen und legten die Bücher schließlich bald wieder aus der Hand. Nach ein paar Tagen hörten wir draußen auf der Straße Motorengeräusche und freuten uns schon, dass nun die Stromleitungen repariert wurden. Doch es waren nur Feuerwehrleute, die von Haus zu Haus fuhren und nach dem Lichten sahen. Ende der Woche war es dann soweit. Mehrere Fahrzeuge machten sich auf unsere Straße zu schaffen und stellten die Stromversorgung wieder her. Wir waren erleichtert, aber nun hatten wir genug von der kanadischen Kälte. Wir packten unsere Koffer, flogen vom Flughafen Montreal aus dem Bouvervier Mayor in Mexiko und feierten dort bei tropischer Hitze Silvester. Unlängst kam mir zufällig ein Notizbuch mit Kindheitserinnerungen meiner Mutter in die Hände. Darin beschrieb sie wehmütig die gemütlichen Winterabende, die sie bei Kerzenlicht und Petroleumlampen in ihrem Elternhaus erlebte. Sind wir wirklich so verwöhnt, dass wir ohne Strom, Fernsehen oder Internet in Panik geraten? Ich fürchte, dem ist so. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und später folgen dann noch die anderen Geschichten.